Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Ich spiele heute, wie ihr sehen könnt, den Omniraptor. Und da der im Rudel wesentlich stärker ist als allein, habe ich mir Verstärkung aus meinem Mod-Team geholt. Mit mir spielen heute Daniel, Jennix und Magnus. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Oh, hier ist irgendwas Kleines vor mir. Vielleicht kann ich den wegsnacken, was auch immer das ist. Ich glaube, das ist ein Herrera. Nein, er will zum Baum. Ich hab ihn. Ich drück ihn runter. Du kommst nicht zum Baum. Jawohl, ich hab ihn erlegt. Jetzt musst du die 2 drücken, Magnus. Hä? Ich hab gut. Gedrückt halten, oder? Ja, gedrückt halten, genau. Oh ja. Perfekt. Bist du sehr hungrig? Nee, ne? Du hast Schildkröte gegessen, ne? Ein bisschen Schildkröte, ja, aber ich habe keine Punkte. Also. Ja, die hast du ja standardmäßig. Also. Ja. Ihr könnt eure Punkte hier nochmal auffüllen, wenn ihr wollt, dass die nochmal ganz voll sind. Mit einem Bissen oder so. Also, wie viel soll ich jetzt essen eigentlich von der Schildkröte? Kann man nur so ein Stückchen? Nicht so, dass du komplett satt bist. Also, so 70% vielleicht. Oh, ich hätte ja schon Bock auf den Dibbel. Ja, bei Nacht haben wir, glaube ich, eine Chance, oder? Hat der keine Nachtvision? Eine schlechte, glaube ich. Wir machen halt keinen Schaden, der wird uns halt tot tanken, ne? Ja, ja. Also Bleed Damage vielleicht. Sollen wir es versuchen? Oh, müssen wir die ganze Nacht wir verrecken halt. Also. Ich glaube auch, irgendwer wird safe. Let's go! Wie mache ich Bleed? Einfach nur angreifen? Mit Rechtsklick kannst du an den Strand springen. Ja, ich glaube, Dani ist. Ich habe ihn gepounced. Ich hab irgendwas gemacht, keine Ahnung, was du zu dir hast. Ja, du musst dann auch wieder abspringen, Daniel, ne? Also. Ja, wie mache ich denn das? Ja, wieder Rechtsklick loslassen. Vorsicht. Mit 40 FPS ist halt. Das glaube ich. Oha, der hat mich fast erwischt. Oh, das geht so schief, Leute. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, das wird. Die kleinen Baby-Raptoren, ey, da haben wir uns was vorgenommen. Die Hitbox ist auch riesig, ihr müsst echt aufpassen, ne? Ja. Boah, scheiße. Boah, war das knapp, ich hab so schnell gesehen. Ja, der hat da so eine Alt-Attacke. Oh, nice. Das funktioniert, keine Ahnung. Oh nein, der hat mich erwischt! Scheiße. Oh mein Gott. Die Hitbox, ey, der war voll weit weg. Essen. Ah, scheiße. Nee, mich dürft ihr nicht essen. So, stimmt. Seid ihr, oder? Ja, das bist du. Wie klein du bist. Oh, wie süß. Wir sind schon gut gewachsen. Ich kann mich noch tarnen. Ja. Oh, da kommt ein Dibbel. Und ein Zera. Zu mir, oder? Ach, das ist ein Zera, das ist doch kein Packy. Oh. Hey, ich glaube, die fighten, aber... Meinst du? Das ist halt ein Full-Adult-Zera, glaube ich sogar, das schaffen wir nicht. Ja, ja, wir haben, glaube ich, mal zu 15 dem Stream einen Zera gefightet mit Raptoren und das war schon ein Problem. Hier ist ein Zera. Oh ja, oh ja, oh, hinter, pass auf. Der hat mich getötet vorhin. Ja, der wollte mich gerade chasen. Da sind ganz viele Zeras. Rennt weg. Ach du Scheiß. Rennt erstmal wieder hoch auf die Klippen. Saucy Deke ist noch da unten. Ja, ja, der ist Adult. Krass, wie das aussieht, der Himmel mit der Nachtsicht. Ohne Nachtsicht richtig dunkel. Mit leuchtet der Mond. Wenn hier geht's. Bei Magnus nur Pixelbrei. Ohne Nachtsicht sieht's viel geiler aus. Mhm. Oh, hier drin sehe ich gar nichts ohne Nachtsicht. Das ist jetzt unser Zuhause hier. Ja, oder deshalb. Da kommt was. Da ist was. Dann Vorsicht. Ist weg. Vorsicht, weg, Magnus. Ich war gerade in den Settings, Mann. Können wir den nicht legen? Nee.
Also wir können es versuchen, aber wir werden wahrscheinlich drauf gehen. Ihr könnt ihn legen, ich kann ihn sowieso. Ey, der rennt mir hinterher. Ah, du machst gut Damage. Er sollte schon Bleeding Damage drin. Ich glaube, der rennt auch nur aus Verzweiflung gerade. Sehr gut. Hack ihn dir. Achtung, Achtung, Achtung gegen der Wand. Ja. Der blutet auf jeden Fall schon gut. Vorsicht. Oh, ich habe keine Stamina mehr. Ich habe auch kaum noch was. Ich habe den aber schon ein paar Mal gebissen. Oh, ja, ja, ja. Weg. Oh, Vorsicht. Wo ist er? Da im Busch. Das ist auch Stamina Regen. Ja. Ich hab 2%. Soll ich mal mich da mal dran pouncen? Macht das was? Kannst du versuchen, wenn du willst. Macht Bleeding Damage halt. Ja. Der schreit um Hilfe. Ne? Ja, genau. Springen und dann rechtsklick oder nur rechtsklick. Ich habe leider auch nicht so viel Ausdauer. Ja, dann verfolgt den anderen noch ein bisschen. Ja, genau. Der muss resten. Ja, der rennt halt die ganze Zeit weiter, ne? Wie los aber der so? Weiß ich nicht. Der hat halt schon ein paar Mal verkackt, aber. Der wird auch nicht mehr so viel haben, aber halt mehr als wir. Weil wirklich gar nichts mehr, ich habe nicht drauf geachtet. Ja, der muss doch aber echt stark bluten, ne? Vorsicht! Ich hab auch nicht mehr viel Ausdauer. Aber ich bleib dran. Ich hab noch ganz viel Ausdauer. Ne, du bist halt Baby. Du kannst ihn halt unter Druck setzen und verfolgen, das ist ganz gut. Ja, ja, und immer mal wieder pouncen. Dann heilt er sich nicht. Oh. Aber er springt auch gerade und sowas, das ist gut. Oh, das ist ein Kanus und keine Ahnung was. Oder irgendwie sowas. One-hitted er mich? Bestimmt, ja. Aber du bist ja fix. Also, gleich auf den Dumblast und irgendwelche Dinge. Also wenn er den Kopf hochhebt, dann einfach immer weg, wenn du auf das heißt. Genau. Ja, das sowieso. Sieht's bei dir aus? Genix, kannst du gleich kommen? Ich müsste halt auch gleich dann. Ah, okay, dann. Siehst du ihn noch, Magnus? Er ist hier im Busch, glaube ich. Hier drin vor mir, geradeaus, wo ich reingucke in den Busch. Ja. Ich war eigentlich gerade komplett leer, also ich hatte 1%. Soll ich mal reingehen in den Busch? Kannst du versuchen, aber sei vorsichtig. Ja, oder fake erstmal an. Schon mit der Ausgabe. Genau. Oder riechen erstmal. Ist der da wirklich drin noch? Weiß es auch nicht gerade. Wieso rieche ich denn nichts? Liegt das an dem Regen? Ich rieche halt auch nichts. Maybe. Wird Sinn machen. Ja, ich habe auch rotes Blut jetzt. Ja, deswegen müssen wir jetzt schnell was besorgen. Ist das da drüben, Magnus, oder ist das? Lass mich riechen. Bei mir ist ein Zera. Ja, ich bin tot. Nee, ist nein, nicht, ernsthaft? Ist drüben. Ja. Können wir dir nicht helfen? Nee, der. Ich bin low on Stamina und der hat mich gebissen. Das sind zwei. Können wir dir helfen? Vielleicht kann ich die ablenken oder so. Was? Ich hab sie auf mich gelockt. Kommst du weg? Ich versuch's, aber ich bin halt low an Stamina und. Ja, aber die sind hinter mir her. Zumindest der eine, der größere. Komm rüber, Genix, hier ist noch ein bisschen Essen, glaube ich. Echt? Ich bring was mit. Oder. Ja, gib mal was essen da. Ich will nicht alles wegessen, komm mal her. Könnt ihr halt zur Not auch mal versuchen zu erlegen, ne? Aber ihr habt keine Stamina und so, ne? Ich bin komplett out of Stamina jetzt. Ja, die sind da gerade beim Essen. Vorsicht. Oh, nee. Direkt hier unter mir ist was, glaube ich. Ja, ja. Vorsicht, Magnus. Geh da nicht hin. Ja, lock den mal weg.
Ja, nein, der defendet das Essen. Ja. Wo ist denn der kleine Mate von ihm? Der kommt gerade. Der ist unten am Wasser. Ach schon, der andere Typ hier? Wo ist der am Wasser? Warte, ich denke, der weg, der ist versteckt. So, dass du zumindest ein Stück rausbeißen kannst oder so, Genix, das wäre halt gut. Komm mal. Ja, der. Ich würde gerne den kleinen Fokus, und wo ist der? Warte, ich komm zu dir runter. Du siehst meinen Namen, ne? Komm mit, ich zeig dir, wo ist. Achso, da. Ja, ich helfe mal eben Daniel. Ja, der jagt mich ein bisschen, aber der nachlassen. Ja, ist jetzt hier bei mir? Mhm. Ich bin halt One-Hit oder so, weil... Ich bin auch klein. Oh nein, der Body ist verbuggt. Magnus, hier ist S, falls du noch Essen brauchst. Also S. Ja. Ja, hier sind Zeras Jugendliche, hier, Juvenile. Können wir die fighten? Ja. Das ist nicht so stark. Ich bin zwar noch winzig, aber... Oder so, ne? Kann man dann die ranfahren zu sich? Ja. Ich drück den runter, den einen. Mach das. Ich wurde leider von dem anderen gebissen in der Zeit. Oh, sorry. Jennix hat mir einen dicken Biss gegeben. Ja, wir haben eine echt schlechte Position. Ah, oh, scheiße. Einer down. Er ist tot. Ich hab gekotzt oder so, keine Ahnung, was passiert ist. Ja. Beißt euch nicht gegenseitig, Vorsicht. Ich kann ihn auch runterdrücken, wenn ihr mich ranlässt. Ich bin halt schon groß genug. Ja. Nee, Pouncen ging gerade irgendwie nicht. Wegen der Schrägen, glaube ich. Oh no. Also, wo ist er? Ist er neben dran? Nein, ich sehe ihn nicht. Er ist hier bei mir. Er ist tot. Nice, GG. Nice. Ich bin tot, glaube ich. Beide sind tot. Leg dich hin, wenn du blutest. Ja, mach ich. Wohlgenährt. Ich noch nicht, ich hatte Bomex. Bomex ist gleich. Ja, ich auch, ich bin auch noch gelb. Dann kann ich gleich essen. Ja, ich auch. Mein Magen kriegt nur was. Ist alles voll. Ja, das heißt, dass du nicht mehr fressen darfst, also. Magnus hat wieder zu viel gegessen. Ja, wenn du jetzt nochmal was frisst, dann kotzt du, glaube ich. Ist wie in real life. Ist der Body despawned gerade vor unseren Augen? Ja. What? Ja. So schnell? Ich guck mal nach dem anderen, vielleicht haben die auch alles gelöscht. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oh nee, oder? Ja, weil ich kann jetzt erst wieder essen. Ja, ich auch. Also es wäre schon sehr beschissen jetzt. Das wäre assi. Ja, ist auch weg. Ey, dann haben die es echt resettet. Wahrscheinlich schon, ja. Wie unlucky vom Timing. Können die das nicht ankündigen oder so? Die machen die ganze Zeit irgendwelche Admin-Nachrichten-Spams und dann sowas. Wenn wir jetzt verhungern wegen sowas, ne? Ja, vor allem, was ist denn, wenn ich jetzt gerade was erlegt habe? So? Ja, genau, haben wir ja quasi. Wir mussten ja erwarten, dass wir wieder was essen können. Irgendwo mit Sickness. Also vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es natürlich nach 2 Minuten weg ist. Da ist was, Karnus. Ne, Dilos. 4 Stück, glaube ich. Ja, lass fighten, oder? Dilos, ja. Getroffen. Ich bin rangepounced. Ja, das ist der zweite. Wir pinnen ihn runter, das ist gut. Die können richtig schlecht liegen. Gut, das ist gut. Ich bin vergiftet. Oh nein, ich hab diesen Nebel. Ja, ich auch. Haben nochmal getroffen. Oh, scheiße, das bist du. Daniel, runter! Das bist du, Scheiße. Oh. Sorry. Nicht schlimm. Ich bin jetzt auf Nebel. Alle sind dicht im Nebel gehüllt. Aber hier kann man voll gut auch move, Digga, diesen Shit. Boah, die ist manche leckt, wenn man abpounst. Ich hab keine Ausdauer mehr, oder kaum noch. Springen und dann Rechtsklick drücken oder nur Rechtsklick? Ich hab auch keine Summe mehr. Oh, der eine ist direkt hinter mir, ich hab halt keine Ausdauer mehr. Ich verblute. Oh, oh. Ich fight gerade durch allein. Ich bin tot, nein. Ich bin tot. Ja, Jennix, geh lieber weg. Ich werd schon 2 verfolgt. Geh weg. Muss mich im Busch legen, es tut mir leid. Ciao.
Ja, ich wurde getötet. Oh, da ist er. Hinter uns. Jennix fightet. Ich bin tot. Oh, Mist. Was, er hätte schon mehr Schaden? Hä, ich kann jetzt schon wieder nicht pouncen. Was ist denn das manchmal? Manchmal geht mein Rechtsklick einfach nicht. Ich war buggy. Oh nein. Oh, jetzt sind aber alle hier. Ja, wir müssen weg. Wir rennen? Ja. Rennen in den Wald hoch. Rennen in den Wald hoch, easy. Ja, die tanken, die sind alle auf mir. Kann nicht wegrennen. Du bist schneller, rennen in den Wald hoch. Ich bin nicht schneller als die. Ne, ich bin tot. Wir können auch nicht mehr lösen. Da vorne liegt es. Oh! Autsch! Oh, der Raptor kriegt aber auch schnell Fallschaden. Das ist echt krass. Ich versuche mal ganz vorsichtig hier runterzukommen. Nein. Als ob. Ich versuche hier auf den Felsen zu kommen. Oh nein, das klappt nicht. Da muss ich kämpfen. Hä? Was denn jetzt? Oh, ich bin in den Felsen geglitscht. Vielleicht sieht er mich jetzt nicht. Das könnte mich retten. Oh nein. Dieser Blick. Er weiß halt, dass ich hier drin bin. Geh weg. Ja, das ist jetzt meine letzte Hoffnung, Essen zu finden. Ich hoffe, in der Babyzone ist irgendwas. Oh. Hier ist einfach ein Salzwasser-Croc. Oh, da bist du. Wir sind wieder vereint. Wir sind vereint. Das ist so schön, schön, ne? Ich bin auch wieder fast groß. Bin bei 80. Du bist 100, ne? Ich bin 100. Oh, nice. Komm, wir gehen erstmal was jagen für dich. Ich esse auch noch ein bisschen mit. Ja, ist. Dann gehen wir zum S. Wie viel soll ich machen? 50% oder? Ja, ungefähr. Mach Hälfte. Mehr mache ich auch nicht. Hier lag der eben. Da ist er. Da ist er. Ja. Ja. Er legt sich hin! Ich bin dran. Ja. Wie lang soll ich runter? Oh, ich gehe. Pass auf. Er wollte dich abschütteln mit dem Baum. Ja, habe ich gemerkt. Habe ich gemerkt. Ich bin extra runterfeuer. Ja, der geht ins Wasser, ne? Er müsste gut Damage bekommen haben. Der trinkt einfach. Der trinkt? Das ist Disrespect. Das juckt ihn halt nicht. Ja, ich habe halt Angst, ins Wasser zu fallen. Wie viel Schaden habe ich ihm gemacht, glaubst du? Nicht viel. Höchstens Blutungsschaden. Das reicht ja erstmal. Ja, ja, Bluten ist auch der Way to go. Wo will er denn hin? Er will so rüber. Boah, können wir da überhaupt stehen? Weiß ich nicht. Glaube nicht. Ich glaube, das versucht er auch gerade auszunutzen. Dass wir halt ins Wasser fallen. Lass mich mal, ich gehe auf die andere Seite, warte mal. Ja. Jetzt mal von zwei Seiten, ist schon mal besser. Kann er mich beißen eigentlich? Ja, aber ich glaube, das macht nicht viel Schaden. Der Schweifhieb hat halt richtig viel Range, ne? Mhm. Wir müssen echt langsam spielen einfach. Oh mein Gott. Alles easy, hat mich nicht erwischt. War richtig knapp, aber er wollte dich beißen, glaube ich. Er hat nicht zugehauen. Ich glaube auch. Von beiden Seiten mal ranspringen. Sollen wir es machen? Einfach so auf drei? So richtig bescheuert? Von beiden Seiten einfach, okay? Wir werden beide sterben. Zwei, drei. Oh mein Gott. Ey, ich bin noch neben dir. Ich bin abgesprungen. Ich auch, bin an Land. Es hat echt geklappt. Ich kann es nicht fassen, Magnus. Das hat so gut geklappt, aber ich habe richtig viel Stamina verloren. Ja. Aber jetzt müsste er ja gut Blutungsschaden haben. Ja, es waren erst 3 Pounds. Das ist halt, der ist schon relativ groß, ne? Weiß nicht, ob der full grown ist. Ich glaube aber nicht.
Regenwelt kaum noch ausdauern. Ich bin unter 60 und du? Ne, ich nicht. Regt erstmal über 60 und dann chillen. Okay, dann beobachte ich mal. Ich gehe mal ein Stück zurück und leg mich in den Busch. Ja, der stellt sich jetzt da hinten an den Rand. Guck mal, wo nur ein Wasser ihn umzingelt. Oh, ja. Das Gefährliche ist halt, wenn Crocs vorbeikommen, snacken die uns, ne? Oh, er legt sich hin. Weißt du nicht, dass die erstmal auf ihn gehen jetzt oder so? Naja, er ist halt zu groß, um ins Wasser zu ziehen für die meisten Crocs, ne? Mhm. Wir nicht. Ja, okay. Wir dürfen ihn nur nicht regen lassen, wir spielen vorsichtig und langsam. Also ich fand unseren Pounce gerade schon sehr stark, muss ich sagen. Das sah schon witzig aus, ja. Du warst auch so oben auf ihm drauf, das war echt interessant, wo du drauf gepounced warst. Wir werden so drauf gehen. Das war halt ein Mischen, weißt du? Ja, das ist... Wir werden nicht ablassen. Entweder sterben wir oder... Ja, richtig. Das ist jetzt der Final Boss quasi für den Raptor. Oh, Magnus. Leben am Limit. Der merkt ja echt keinen Schaden, der macht mit seinem Biss. Ja, der Biss wahrscheinlich nicht viel. Hast du auch diese Mutation mit larger Spezies, machen weniger Schaden? Ja. Ja, das hilft halt auch. Aber der Schweifhieb tötet uns. Der spießt uns instant auf. Ja. Ich bin so... Schwimm rüber. Ja. Okay, du lebst. Alles gut. Ah, dein Pounce hat auch nicht geklappt, oder? Nee, irgendwie nicht, weil ich von vorne halt draufgesprungen bin. Hm. Oder weil er irgendwie abgewettert wird, sein Biss, den Pounce, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es geht. Bin dran. Bist du dran. Und direkt wieder runter? Ja. Wer macht das aber im großen Unterschied, wenn man länger dran ist? Ein bisschen, macht man mehr Schaden, ja. Oh mein Gott. Bin das auch war weg. Knapp. Ja, er blutet jetzt auf jeden Fall wieder, das war wichtig. Er legt sich wieder hin. Warte, ich pisch mich an. Was war das denn, wie kacke? Ich hab versucht rüber zu springen von der Seite, hat doch geklappt. Ja. Ich muss halt vom Ufer abspringen, der ist halt voll weit. Der Kommentar, wie kacke! Digga, ich sehe so deinen Sprung und ich sehe schon, dass du 5 Meter vor ihm landest. Du bist keine Hilfe, Magnus. Okay, jetzt. Oh ja, nice. Was dran? Bin dran. Okay. Oh ja. Bin noch dran. Sehr schön. Okay, ich brauche Ausdauer. Ich auch. Er legt sich halt auch wieder hin jetzt, ne? Ja, das ist halt doof. Ich gehe wieder rüber. Ich setze ihn unter Druck. Du kannst Ausdauer tanken. Ja. Okay, nice. Da kommt der kleine Raptor. Schwimmt hier rüber. Okay, ich habe ihn angenommen. Sagst du, es ist nochmal Zeit für einen Pouncer? Ja, safe. Let's go. Tu es, Magnus. Oh! Da hat er dich aber fast erwischt, ey. Oh mein Gott, er ist komplett im tiefen Wasser mit mir. Dann kann er aber nicht schlagen. Dann kann er nicht schlagen, wenn er im Wasser ist. Das ist gut. Ich bin easy weggekommen wieder. War gut dran. Okay, sehr gut. Schöner Pounce. Sehr gut. Dann haben wir beide mal einen Pouncer gelandet. Oh mein Gott. Ich bin rübergejumpt. Er macht gar keinen Schwanzschlag, ne? Ich wäre tot, hätte er gerade Schwanzschlag gemacht, glaube ich. Ja, er ist, glaube ich, keine Ausdauer. Der ist richtig in der Bredouille. Der muss aber schon vorher keine Ausdauer gehabt haben, weil der von Anfang an so komisch spielt. Oh mein Gott. Okay. Der Kleine hat mich fast getötet. Wieso ist er an dich gepounced, der Kleine? Nee, ich wollte gerade pouncen, der Kleine ist auch gepounced und dann habe ich den Kleinen runtergedrückt. Der Kleine ist tot. Oh mein Gott. Oh. Er legt sich hin, der Große. Aber ehrlich gesagt tut der Kleine mir leid. Ja. Das war keine Absicht. Ist zwischen die Fronten geraten. Hätte sich schön satt essen können an unserem Mahl. Ja. Oh mein Gott. Er hackt nicht. Er hackt einfach. Er hackt nicht. Wirklich nicht, ja. Aber wenn du ganz von vorne drauf pounst, das klappt gar nicht. Da prallst du einfach ab. Nee, du musst ein bisschen seitlich kommen.
knabber ihn jetzt mal ein bisschen länger an. Ja. Okay, das hat gut geklappt. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Ausdauer. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Voll. Ich kann gleich auch nochmal lange knabbern. Ich bin gleich voll. Zeit zum Knabbern! Oh yeah. Oh, jetzt hat er zugehauen. Oh, ja. Wieder die Ausdauer verbraucht. Jetzt hat er wieder nichts mehr, glaube ich. Ich bin halt super hungrig. Ich auch. Vielleicht mal ein paar normale Bisse einfach reinjagen. Wäre auch nicht schlecht. Ja, wäre auf jeden Fall gut. Ich glaube, wir müssen gleich mal ein bisschen aggressiver spielen mit dem Hunger, den wir haben. Er hat nochmal zugehauen. Das Ausdauer ist weg. Aber ich habe ihn nochmal gepounced. Okay. Also der hat jetzt, glaube ich, keine Ausdauer mehr. Das ist ein Croc, ein kleines. Wir müssen aufpassen. Oh nein. Es kann halt sein, dass das Croc uns ins Wasser ziehen kann, wenn wir im Wasser sind, ne? Wir wiegen nur 450 Kilo. Aber das war schon sehr klein, das Croc. Ich glaube eher nicht. Ja, was machen wir jetzt? Pass bloß auf mit dem Croc. Beiß ich ihn jetzt. Ja, sollen wir ein bisschen aggro gehen jetzt, einfach? Ja, das Croc hat mir den Weg versperrt im Wasser, ich bin gegen ihn gerannt. Ja. Oh, das ist... Okay. Das ist so klein, oder? Das ist am Land hier, das Croc, irgendwo. Ja. Attackierst du gerade ein bisschen, oder was machst du? Ja, ich habe ihn ein bisschen attacked. Das Croc nervt halt jetzt, ne? Oh, Schweifhieb. Er hat doch noch ein bisschen Ausdauer. Hör dich. Okay, ich geh jetzt auch rein. Ist egal. Oh nein, das Croc hat mich gepackt. Echt jetzt? Ja. Och, nee. Oh mein Gott. Aber es war ein richtig cooler Fight, wirklich. Ich würde gerne wissen, ob wir überhaupt eine Chance gerade hatten oder ob er noch gefühlt. Das würde mich auch interessieren. Aber es war halt klar, dass irgendwann Crocs kommen und den Kampf verderben, ne? Ja. Er war aber ein cooler Kampf, Magnus, wirklich. Ja, der war echt gut.